Es ist sehr, sehr heiß hier in St. Wolfgang. Der See ist auch sehr warm, der hat über 24 Grad. Es sind auch noch einige Leute hier und gehen baden natürlich, aber man merkt, es ist ruhiger geworden. Ich habe jetzt neben mir Frau Wilhelmine Hillebrand. Sie hat hier mitten im Ort einen großen Souvenirshop. Frau Hillebrand, Sie haben mir gerade verraten, Sie gehen jetzt auch baden und genießen das warme Wetter. Sie sperren Ihren Laden zu. Ist so wenig los momentan? Ja, ich sperre jetzt verfrüht zu. Ich kürze einfach meine Betriebsöffnung. Und die Umsatzeinbußen sind enorm. Es sind sehr wenig Tagesbesucher hier. Die Urlauber werden wahrscheinlich auch in der Gegend sein, in der Natur oder am warmen See. Ich hoffe zumindest, dass sie den Urlaub noch genießen können und auch genießen. Es ist alles sehr ruhig und friedlich hier und vor Corona muss man sich ja nicht mehr fürchten. Wir sind durchgetestet. Was sagen Sie dazu, zur momentanen Situation, zu diesen eben über 60 infizierten Corona-Patienten hier in St. Wolfgang? Naja, das ist halt nun einmal passiert. Der Virus ist noch unterwegs und natürlich, wenn irgendwer unterwegs ist und einer ist dabei, der dann ansteckt, dann kommen ein paar Fälle hervor. Aber durch die sehr rasche Behandlung der Behörden und die Testungen, glaube ich, sind wir wirklich auf einem guten Weg, dass das bis August besser wird. Was ist Ihr Wunsch jetzt für die Zukunft hier für St. Wolfgang, wo ja momentan der Tourismus sehr unter diesen Vorfällen leidet? Naja, der Wunsch ist schon, dass sich das in nächster Zeit beruhigt, dass keine Infizierten mehr dazukommen, dass jeder das gut verkraftet, weil anscheinend sind ja die Anzeichen nicht sehr, ausgeartet. Und ich wünsche für jeden Gesundheit und dass das alles gut über die Bühne geht. Ja, wie gesagt, es ist leider Gottes ruhig in St. Wolfgang, nur man kann getrost hierher kommen, denn es ist sicherlich die Gemeinde in Österreich, die Tourismusgemeinde, die am besten durchgetestet ist. Weit über 1000 Testungen wurden hier schon gemacht und wie gesagt, bis jetzt gibt es 62 Fälle in 18 Betrieben, aber keine Angst, diese Fälle sind alle in Heimquarantäne und auch nicht mehr in St. Wolfgang. Soweit, zurück ins Studio nach Wien.